Weiter. Dahinter ist Carsten Warholm, der erst 21-jährige Norweger. Der hat richtig Freude dran. Ein Zehnkämpfer. Der hat sich aber jetzt entschieden, die 400 Meter Hürden anzugehen. So ein bisschen das Vorspiel von Ashton Eaton, der ja in einem Ruhejahr, also keinen Zehnkampf bestritten hat, dann schnell mal über 400 Meter Hürden zur Weltklasse aufstieg. Also Carsten Warholm hat ganz klar gesagt, jetzt gilt mein Hauptaugenmerk den 400 Meter Hürden. Dahinter Caron Clement, der mittlerweile 31-jährige, der dreimalige Weltmeister. Dazu kommt Mamadou Kassihan aus Frankreich, 30 Jahre alt, gebürtiger Senegalese, startet für Frankreich jetzt seit 2 Jahren. Yasmani Copello, das ist der Europameister von Helsinki. Amsterdam. Nein, nicht von Helsinki, von Amsterdam, genau, danke. Und natürlich gehört auch er schon zu den größten Fahnen in Europa. Rasmus Megi gemeinsam auch mit dem Schweizer, mit Karim Hussein, der jetzt seinen 5. Start in dieser Saison absolviert. Ja, begann ja in Shanghai, dann kam ein 300-Meter-Hürdenrennen, was es selten gibt, in Langenthal. Die 400-Meter-Hürden in Rehlingen hat er gewonnen und in Genf lief er zuletzt 49.02. Aufsteigende Tendenz bei Karim Hussein, dem angehenden Arzt aus der Schweiz, dessen Papa ja Ägypter ist. Thomas Barr noch aus Irland auf der natürlich nicht geliebten Bahn 1 hier im Bislett-Stadion. Da gespannt sind wir auf Copello, der ja in der europäischen Spitze neu hinzugekommen ist. Das ist ein gebürtiger Kubaner, den die Türken eingekauft haben. Man wechselt ja nicht aus freien Stücken einfach mal so in die Türkei. Bin immer wieder erstaunt, dass die Kubaner das dann doch in diesem hohen Maße zulassen, dass so viele Athleten tatsächlich auch den Absprung schaffen. Über 110 Meter Hürden kennen wir es ja auch. Und jetzt auch eben Yasmani Copello, der dann in Amsterdam gleich mal zugeschlagen hat. Hussein ist da Dritter geworden. Müsste es, sollte es, könnte es das Rennen sein des Mannes auf der Bahn 6. Vielleicht Caron Clements, der natürlich auch noch eine Rolle spielen wird wollen in diesem 400-Meter-Hürden-Zirkus. Irrsinnig schnell Carsten Warholm. Der ist natürlich hochmotiviert. Der will natürlich hier was zeigen im Osloer Stadion, im Leichtathletik-Mekka Norwegens. Carsten Warholm, das ist unverschämt mutig, was er hier läuft. Hinter ihm ist Caron Clements. Ob das gut geht bei Carsten Warholm? Er hat den Rhythmus tatsächlich jetzt noch halten können. Aber die entscheidende Phase kommt jetzt. Wahnsinnig gutes Rennen von Warholm. Jetzt kommt noch Copello und Warholm, Junge, zieh's durch, klasse, 48,26, das ist persönliche Bestleistung für Carsten Warholm. Sensationelles Rennen, das der 21-Jährige hier auf die Bahn gebrettert hat. Ingebrigtsen, Warholm, die Norweger sind wieder zurück mit einigen Athleten, die auch in Zukunft noch auf sich aufmerksam machen werden. Die Gegenwart ist ja schon so toll. Carsten Warholm gewinnt dieses Rennen mit neuem norwegischen Rekord, 48,25, liebe Zuschauer. Und das ist ja auch die drittschnellste Zeit in diesem Jahr hinter Kyron McMaster und Quincy Downing, einer aus der Elfenbeinküste, einer aus der USA. Und dann kommt schon ein 21-jähriger Norweger, nämlich Carsten Warholm. Und der zeigt Copello eine lange Nase. Copello, der mit Saisonbestleistung Zweiter wird. Tom Barr, der ihre Dritter. Die Zeiten von Van Zyl, von Clement, die sind vorbei. Karim Hussein läuft 49,37, also nicht ganz so flott wie in Genf zuletzt. Aber was Carsten Warholm hier gezeigt hat, das ist natürlich auch, was das gesamte Meeting angeht, mit einer der stärksten Leistungen. Und wieder gehört der Spruch genannt, den Mutigen gehört die Welt. Zumindest in diesem Falle die 400-Meter-Hürden-Welt. Das ist ja nicht einfach, den Rhythmuswechsel so durchzuziehen und dann insgesamt gesehen
so vorne wegzulaufen. Aber man hatte das insgesamt im Gefühl. Der hat ja schon mit den Füßen Richtung Erdmittelpunkt gestampft, als sein Name genannt wurde. Hier über 400 Meter Hürden. Und das dann noch so umzusetzen mit neuem Landesrekord, fantastisch. Und der hat ja keine unbekannten.